Malediven, Luxusresorts, weiße Strände und türkisblaues Wasser. Jeder denkt, die Malediven sind nur ein unbezahlbarer Urlaub. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr die Malediven auch günstig erleben könnt. Wir sind ganz schön Tutka, abonniert jetzt den Kanal und los geht's! Auf die Malediven kommen. Es ist heftig hier. Flüge auf die Malediven gibt es von Deutschland hin und zurück schon für 500 Euro. Und man muss auch nicht unbedingt in ein teures Luxusresort. Auf dieser Insel geben wir nur einen Bruchteil von dem aus, was man sonst ausgeben würde, haben aber die Malediven in vollen Zügen, fast ohne Abstriche. Es sind genau die gleichen wunderschönen weißen Strände, die sich jeder wünscht. Dieses türkise, flache, saubere Wasser erlebt ihr auch auf diese Art und Weise. In diesem Video zeigen wir euch jetzt Schritt für Schritt, wie ihr euren perfekten Low-Budget-Malediven-Urlaub plant und auch wirklich erleben könnt. Willkommen auf den Malediven, Leute. Wir sind gerade auf Mali gelandet. Hier fängt erstmal alles ganz normal an. Du musst erstmal durch die Passkontrolle ewig warten. Dann kommst du an einem Flughafen an. Du merkst hier erstmal noch nichts. Und dann lauft ihr einfach den Flughafen bis zum Ende. Und hier warten auch schon die ganzen Speedboats. Es ist schon schön. Also das Wasser ist schon schön und man sieht Mali schon im Hintergrund. Ich bin sehr neugierig, was auf uns zukommt. Herzlich willkommen. Die Sonne knallt. So heftig und das Wasser ist einfach hier schon so türkisblau. Das ist so schön. Wenn ihr die Reise so individual bucht wie wir, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, eure Insel anzusteuern. Ihr könnt mit der Fähre fahren. Das Fährenticket kostet, glaube ich, 1,50 Euro. Damit kommt ihr auf die Inseln, die zum Beispiel in der Nähe von Male sind. Ihr könnt auch mit einem Flugzeug zu eurer Insel fliegen oder euch fliegen lassen. Das kostet so ungefähr 200 US-Dollar. Aber es sieht mega geil aus. Herzlich willkommen. Wir sind auf der Ladefläche eines Mini-Mini-Mini-Mini-Transporters. Ich wusste gar nicht, dass das im Preis mit drin ist, aber jetzt werden wir bis zum Hotel gebracht. Ich komme auf den Malediven. Hier wird dein Backpack getragen und hier wirst du sogar zum Hotel gefahren. Erstmal einen kleinen Willkommensdrink mit Blümchen. Voll schön. Willkommen auf den Malediven und das hier ist unsere Unterkunft. Low Budget. Der Unterkunft hier auf den Malediven. Wir sind sehr gespannt, wie der Strand ist und den zeigen wir euch jetzt. Also wir sind ja auf den Malediven auf der Insel Digora. Und wir sind nicht umsonst hier. Auf jeder Insel, wo Touristen willkommen sind, gibt es immer einen Touristenstrand, wo dann die Damen auch mit Bikini rumlaufen dürfen. Hier ist das Besondere. Dieser Strandabschnitt ist ewig lang und endet in dieser wunderschönen Sandbank. Ja, und zum Ende hin ist es auch gar nicht mehr bewohnt. Also hier ist wirklich nur noch nichts. Strand, Sand und Palmen. Und deswegen empfehlen wir euch auch auf den Malediven die einheimische Insel Digora. Leute, mit ein bisschen Fleiß haben wir es geschafft. Also mit dem Fleiß meine ich das Rüberlaufen und Rüberfahren. Diese Düne jetzt nur für uns zu haben. Wir sind hier einfach ganz allein. Wir haben die ganze Sandbank für uns alleine. So geil. Wir haben quasi eine Insel für uns alleine. Hier ist niemand. Am Ende der Insel. Alone. Juhu. Geil. Leute, wir nehmen euch jetzt mit ins Wasser. Es ist so heftig. Schön. Ist kein Filter oder so. Die Farben sind hier so. Und ich sehe von hier Fische. Seht ihr die? Ist das geil oder ist das geil? Oh. Ihr müsst unbedingt auf die Malediven kommen. Es ist heftig hier. Und mit das Krasseste hier sind nicht nur die Farben, sondern ich finde, das Wasser ist auch noch richtig seicht, ist richtig sauber. Willkommen im Paradies. Und wie gesagt, Leute, wir zahlen echt nur ein ganz bisschen von dem, was man normalerweise zahlt. Falls euch das Video bis hierhin schon gefallen hat und ihr eine Inspo für eure nächste Reise bekommen habt, abonniert doch bitte den Kanal. Und lasst doch mal ein Like da, wir würden uns sehr freuen. 1 kleinen selbstgebauten Burg fühle ich mich so ein bisschen wie Robinson Crusoe oder so. Alleingelassen auf einer Insel. Und ich sag euch was, der Gedanke gefällt mir.
Ihr dürft hier auf den Malediven keinen Sonnenuntergang verpassen. Keinen einzigen. Die Farben sind heftig. Die Sonne geht immer so richtig knatschrot direkt am Horizont runter. Und dann kommen so richtig schöne Pastelltöne raus. Ja, also der Himmel, wow. Unglaublich, sowas habe ich noch nicht gesehen. Tolle Farben. Leute, wir sind hier heute am normalen Bikini Beach. Hier ist es mindestens genauso schön. Das Wasser ist hier auch extrem türkis. Hier ist alles weiß. Hier sind natürlich ein paar mehr Leute. Gar keine Frage, aber jetzt auch nicht voll oder so. Ich zeige euch das. Die Atmosphäre ist trotzdem super entspannt, super ruhig. Was hier das Geile ist, es gibt hier richtig geile Schattenplätze, wo man sich hinlegen kann. Die Insulaner haben hier Liegen überall hingetan, die man einfach frei nutzen kann. Die sind übrigens auf der ganzen Insel. Überall haben die irgendwo irgendwelche Stühle oder Liegen hingetan. Egal in welchem Hotel du bist oder so, das ist einfach richtig cool. Also auch diesen Strandabschnitt empfehlen wir euch zu 100%. Es ist richtig geil und entspannt hier. Also kommt vorbei und lasst die Seele baumeln. Guten Morgen, Leute. Wir haben geschlafen wie Babys. Jemand schläft gefühlt immer noch. Morgen. Heute gehen wir schnorcheln mit Walhaien. Dafür ist die Gegend hier auf den Malediven extrem berühmt und wir haben uns gedacht, eine Tour muss man machen, oder? Okay, wir sind jetzt also an dem Spot, der für Walhaie berühmt ist, aber sind natürlich wilde Fische und wir müssen die erstmal finden. Deswegen gucken jetzt alle von oben vom Boot und schauen, dass wir die von oben irgendwie sehen. Und wenn man die sieht, dann muss man sehr schnell sein, haben die uns gesagt. Das heißt, wir müssen dann einfach so schnell wie möglich unsere Taucherbrille aufsetzen, ab ins Wasser, auf gut Glück mit so einem Ding schwimmen. So Leute, wir sind zurück auf der Insel und sind sehr enttäuscht. Ja, mega, sehr traurig. So eine Tour hatten wir noch nie. 5 Stunden sind wir gefahren seit heute Morgen und 2-3 Mal war es dann kurz davor. Aber ja, Leute, wir haben nichts gesehen. Wir waren nicht mal im Wasser, das ist super enttäuschend. Ich habe die noch vorher gefragt, wenn wir keinen sehen, Plan B, gehen wir schnorcheln, haben die gesagt, ja. Wollten wir auch erst und dann genau, dann auf waren einmal. Dann waren wir auf dem Weg zum Schnorcheln. Ja. Und dann hat irgendjemand eine WhatsApp geschrieben, hier ist einer und dann sind die da hingebrettert, ganz ehrlich. Es gibt Schlimmeres. Ist wir sind so. Auf dem Malediven. Aber wäre halt schon cool gewesen, wenn wir dann jetzt auch welche gesehen hätten oder halt wenigstens schnorcheln hätten können. Aber Leute, so hatten wir jetzt nichts von. Genau, stellt euch drauf ein, kann halt auch mal passieren, dass man nichts sieht. Schwierig, nicht enttäuscht zu sein, auf das Positive jetzt konzentrieren. Ja. Geile Palmen, türkises Wasser, weiße Strände, weiter geht's. Okay Leute, 2. Versuch, Walhaie hat ja nicht geklappt. Auf ein neues, wir gehen hier am Riff schnorcheln und die haben gesagt, ja, diesmal haben wir ein Speedboot. Die Unterwasserwelt der Malediven ist einfach nur wunderschön. Und dann, Leute, kam dieser unglaublich magischer Moment. Eine Delfinfamilie schwamm komplett auf uns zu. Das werden wir wohl nie vergessen. Boah, Leute. Wow, ey, wir hatten jetzt einen richtig geilen Schnorcheltrip. Ja, Mann. Also erstmal muss ich sagen, die haben sich richtig Mühe gegeben. Die haben trotzdem nach Walhaien gesucht, weil wir gestern keine gesehen haben. Das war schon mal super korrekt. Das Riff hier direkt an Degura ist der Hammer. Das macht schon richtig Spaß. Ja. Für mich eindeutig das Highlight waren die Delfine. Oh mein Gott, die waren so nah. Vielleicht sieht das auf den Bildern nicht so aus, aber wir waren wirklich 2, 3, 4 Meter davon. Wir haben die erst von Weitem gesehen und dann sind die genau an uns vorbeigeschwommen. Boah, so das war cool. Magisch. Ein ganzer Schwarm. Riesentruppe. Das sah heftig aus. Dann sind wir noch mal ein Stück weiter und dann haben wir im Wasser Mantarochen gesehen. Wir sind direkt runter. Leider sind die Aufnahmen sehr verschwommen geworden. Die aber waren das, sehr tief. Das in echt zu sehen war atemberaubend schön. Das sind riesige, sehr elegant schwimmende Viecher. Ja, am 2. Tag hatten wir jetzt doch noch Glück. Immer ja. An das Gute glauben, Leute. Also das mit den Delfinen, das war echt also der wenn Hammer. Eure erste Tour nicht klappt, dann macht auf jeden Fall eine zweite, weil es lohnt sich einfach. Auf es den Malediven so muss viel. Man schnorcheln. Es gibt hier so die viel. Die Unterwasserwelt ist echt mega hier. Das Ganze
hat aber einen Haken, den ihr berücksichtigen müsst. Hier wird kein Alkohol ausgeschenkt. Also wer auf Partyurlaub aus ist und jeden Abend ein Gläschen Wein trinken möchte, ist auf diesen Inseln falsch. Da musst du mit einer privaten Yacht kommen oder aber auch in so einem Luxusressort kann Alkohol konsumiert werden. Auf den einheimischen Inseln sind die Menschen sehr religiös. Die Religion, die hier ausgelebt wird, ist der Islam. Was überhaupt nicht schlimm ist. Die sind super nett, die Leute. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wirklich, die waren so lieb zu uns. Wir sind wirklich hier, um den Strand zu genießen. Wir nehmen das gerne in Kauf. Nummer eins, wir brauchen nicht jeden Tag Alkohol. Nummer zwei, wir wollten ja auch kein Party machen. Wir sind wirklich, so wie du sagst, für die Kulisse hier, für das Meer, für die Unterwasserwelt. Und wir sind auch nicht nur für die Unterkunft hier. Also wir sind wirklich für die Insel, für die Vibes und für den Strand hier. Vorteil auf den einheimischen Inseln, man kommt mit den Leuten hier wirklich in Kontakt. Die können einem gute Tipps geben, können einem sagen, wo man schnorcheln soll, wo man nicht schnorcheln soll, wo man hingehen darf. Und natürlich die Vorteile sind, man bekommt hier Local Essen und dementsprechend ist das auch preiswerter. Leute, ich weiß nicht, ob man sieht, aber wir sind hier in einem Local Restaurant. Also wir waren eigentlich jeden Tag hier und hier kosten Gerichte so um die 3 Euro, also geht voll klar von den Preisen. Also Leute, keine Sorge, hier gibt es auch genug Essensangebote. Es gibt Pizza, Burger, Wraps. Es gibt ein paar Restaurants hier. Ihr müsst eins dazu wissen, wenn ihr nicht in den Local-Läden seid, gehen die Preise hoch. Das Ding kostet 7 Euro, 6 Dollar sind so 5 Euro. Hier ist echt nicht viel dran. Das kostet auch nochmal 5 Dollar, das sind 4,50 Euro. Es ist lecker, aber kostet natürlich ein bisschen mehr. Noch ein weiterer Vorteil aus meiner Sicht ist, überall ist ein Kiosk. Man kann sich sein Eis mal eben zwischendurch holen. Das Eis hat jetzt gekostet, ich glaube, 2 Euro. Schmeckt echt gut. Original Magnum 2 Euro, ist okay. Man kann sich eine Frucht holen, man kann sich sein eigenes Picknick am Strand machen. Wir holen uns hier immer ein bisschen Obst. Also wir sind jetzt in so einem Minimarket und hier findet man eigentlich auch alles, was man braucht. Ist ein bisschen teurer als im normalen Supermarkt. Aber diese kleinen Mangos, Leute, die sind richtig lecker. Jetzt habe ich schon fast auf. Dann schnibbeln wir das so ein bisschen und dann picknicken wir hier an, aus meiner Sicht, dem schönsten Strand der Welt. Ich kann es nicht mit anderen Worten beschreiben. Wir persönlich mögen so etwas. Genau, und noch ein Vorteil ist, dass es hier nicht so touristisch und überfüllt ist. Man hat überall seine Ruhe. Ich glaube, im Gegensatz zu Male oder zu anderen Inseln ist es hier super, super ruhig. Also das Erste, was mir heute an unserem ersten Tag hier auffällt, ist, diese Insel ist unglaublich ruhig. Also ich persönlich nehme diese kleinen Abstriche sehr gerne in Kauf, weil Leute, ich sag euch wirklich, das ist unser Fazit am zweitletzten Tag hier. Wir erleben die Malediven zu 100%. Aus den teuren Luxusressorts und von ihren Yachten kommen die Leute auch einfach nur hier zum Beach, weil dieser Strand ist mit einer der schönsten auf den ganzen Malediven. Und deswegen sehe ich da auch keinen Nachteil drin. Ich sehe einfach eine Möglichkeit darin, Geld zu sparen und trotzdem etwas Einmaliges zu erleben. Am Ende des Videos, Leute, schlüsseln wir euch jetzt alle unsere Kosten, die wir hatten, auf. Wir haben natürlich die Transportkosten gehabt. Wir nehmen jetzt für euch mal an, das wäre ein Flug aus Deutschland gewesen. Wir tragen mal alle Flug ging ja aus Sri Lanka. Wir tragen mal für alle von euch unsere Kosten für Lebensmittel, für die Unterkunft ein und was wir für die Aktivitäten bezahlt haben. Wir hoffen, das Video hat euch mal so einen Eindruck gegeben, wie man die Malediven auch auf eine völlig andere Art und Weise erleben kann. Uns war es neu und wir hoffen, wir erreichen damit 1-2 Leute, die sich vielleicht Gedanken darüber machen, ob die ihren nächsten Urlaub vielleicht doch hier machen möchten. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn du jetzt schon mit dem Gedanken spielst, deinen Trip auf die Malediven zu buchen, dann abonnier doch jetzt den Kanal und verpasst keins unserer Videos, denn wir haben noch mehr so geile Tipps. Für uns geht die Reise weiter nach Thailand. Bleibt dran, abonniert den Kanal und verpasst kein Video mehr. Wir sehen uns in Thailand.